Der Amerikaner-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstaltung. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Name? Mein Name? Mhm. Spitzname? Gibt keinen Spitznamen. RK gibt's Spitzname. Rudi Grundsteiner. Alter? 090373. Beruf? Selbstständig. Hobby? Gute Frage. Nächste Frage. Besondere Kennzeichen? Keine. Polarisierend bin ich. Beziehungsstatus? Vergeben. Kinder? Zwei. Dein perfekter Ausgleich zum Reiten? Gibt keinen perfekten Ausgleich zum Reiten. Meine Leidenschaft? Ja. Motorboot. Dein Vorbild? In meinem Beruf, in meinem Sport? Mhm. Fapani. The Special Horse. Muss ich nachdenken? Habe ich mehrere. Shine on Ruff, Chicken Roost, Star Spangled Whiz, Smart Spook. Das war auf die Schnelle. Ja. Was ist dein Lebensmotto? Was du heute kannst besorgen, verschiebe auf übermorgen. Nee, mein Lebensmotto, ja, was du heute kannst besorgen. Whisky oder Bier? Whisky. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Salzigen Kaffee mag ich nicht. Stute oder Hengst? Ganz egal. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Clown oder Nerd? Clown. Wald oder Meer? Meer. Rudi, du bist der erste One-Million-Dollar-Rider in Europe. Wie hoch war der Tribut für dich? Es gab für mich nur das eine Ziel. Anfangs hat man das natürlich nicht auf der Scheibe, dass man da das verfolgt und dann werden die Gewinngelder immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann war das eigentlich, gab es für mich nichts anderes mehr. Nur mehr das. Familie hintendran, Privatleben hintendran. Und ich war einfach auf einer Mission, um das zu erreichen. Und hab's durch Glück, Glück, Fleiß, oder ja, beides gehört immer zu, ein Jahr vom Berner Funk geschafft. Du hast eben unter The Special Horse 3 beziehungsweise 4 verschiedene Pferde aufgezählt. Mhm. Was hat die so besonders gemacht? Shine on Ruff war wahrscheinlich das Erstute gewesen. Mit der habe ich einiges gewonnen, aber ich habe jedes Mal beim Tor, beim Einreiten nicht gewusst, ob ich mir eine Ausrede suchen soll und sie scratchen soll, weil das Pferd sehr, sehr kompliziert und schwierig war. Und dann hat es drinnen eigentlich immer funktioniert. Deswegen habe ich das so, ich meine, das sind, ich habe vorhin auch vergessen, Copy Shot ist auch noch, das sind alles Pferde, die bis auf den Smart Spook habe ich es nie geschafft über einer 230, aber alle anderen waren mehrere Male über einer 230 und 230 heutzutage zu scoren ist schier unmöglich. Du hast jetzt den One Million Dollar Rider Titel. Welches Ziel verfolgst du jetzt? Es hat sich vieles geändert, ne? Happy Life. Das ist mein Ziel. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und ich habe mich früher über Sachen geärgert oder angestrebt, die strebe ich jetzt nicht mehr an. Ich versuche gut zu reiten, ich versuche gut zu leben, ich versuche, dass ich glücklich bin und mein Umfeld glücklich ist. Welches Mindset eines Pferdes macht einen Champion aus? Das kann man nicht sagen. Champion, Champion, es gibt viele Champions zu Hause. Und du bringst sie woanders hin und fragst sie nur ein bisschen ab, sind sie alle da, und fragst sie mehr ab, verlass dich da eine. Ich sage immer so, das ist das Gleiche wie mit Zuchtlinien. Ist mir ganz egal, wer der Vater ist, wer die Mama ist, ich bevorzug nichts. Das Herz muss am richtigen Platz sein. Was heißt das? Dass das Pferd da ist, wenn ich es brauche, wenn ich Fehler mache. Dass das Pferd nicht wartet, dass ich Fehler mache, sondern dass das Pferd sagt, okay, du hast jetzt einen Fehler gemacht, den kaschieren wir irgendwie.
das macht den Champion aus, meiner Meinung nach. Was findest du das Besondere an den Quarter Horses? Na, ganz ehrlich, ich meine, das ist schon so lange her. Ich habe seit meiner Laufbahn nur mehr mit, ich habe anfangs angefangen mit Araber und Appaloosa und um Gottes Willen, ne? Möchte jetzt nicht mehr. Die sind einfach charakterlich mehr auf meiner Wellenlinie. Das kannst du so klar sagen, dass du pauschal sagen kannst, dass die Quarter Horses eigentlich so einen speziellen Charakter haben, die eigentlich relativ ähnlich immer sich ähnlich wiederholt. Das ist, glaube ich, schon ja das Quarter Horse an sich und die Erziehung, die unser Sport mitbringt und die Zucht. Ich meine, das hat sich so viel verändert. Früher Zweijährige, die haben gebockt und es war schwierig für längere Zeit. Jetzt setzt du die drauf und nach zwei, dreimal reiten, kapieren die das und gehen links und rechts und sind einfach, sagt, wir haben viel bessere Pferde als früher. Und ich habe ein super Gespräch gestern mit dem Markus Schöpfer gehabt und er sagt, du, ich schaue, dass ich auf meinen Sohn nur, dass der nur auf gute Pferde reitet. Weil er den Scheiß, den wir früher alle machen haben müssen, mit nicht guten Pferden, dass du denen irgendwas beibringst, gar nicht lernt. Und recht, oder? Gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Wo bist du geboren worden und wie bist du aufgewachsen? Ich bin in Steyr, Oberösterreich geboren. Aufgewachsen, ganz normal. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, sind beide älter, ich bin der Jüngste. Ging zur Schule, ich habe auch kurzzeitig im Betrieb meines Vaters gearbeitet, aber die, meine Leidenschaft war von Anfang an die Pferde und da habe ich nichts abbringen können davon. Obwohl das nicht der Weg meiner Eltern, oder wie sagt man da, nicht der Weg, den meine Eltern für mich gedacht hätten. Wie wäre der denn gewesen? Naja, da zu arbeiten, sich raufzuarbeiten und dort in der Firma halt einfach. Es hat viele Momente gegeben in meiner Karriere oder in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, du Idiot, warum bist du nicht, hättest es Freitagnachmittag Ende und bis Montag früh. Aber ich habe eine kurze Zeit in der Firma gearbeitet und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut und der Tag ist nicht vergangen. In meinem Beruf schaue ich auch auf die Uhr und sage, um Gottes Willen, so spät ist es schon und das ist schön. Das macht das aus. Wann hast du angefangen zu reiten? Ich glaube mit 12, 13 oder 14 Jahren. Das ist eine witzige Geschichte. Meine Schwester, mein Bruder und ich wollten unseren Eltern zu Weihnachten einen Hund kaufen. Haben den Gott sei Dank nicht bekommen. Dadurch gab es zu Weihnachten einen Gutschein unterm Christbaum und zu der Zeit sind wir alle drei in einer Reitschule einmal in der Woche reiten gegangen. Und da muss ich dann auch noch eine Geschichte erzählen, aber da haben meine Eltern gesagt, nee, Hund wollen wir keinen, wenn ihr wollt, kauft mir ein Pferd. Ja, und dann wurde in der Zeitung geschaut, da stand drinnen Warmblut, Wallach, keine Ahnung wie der Alte war, dreijährig, Western angeritten, mit Sattel, Putzzeug und allem drum und dran. Das waren damals 20.000 Schilling, das sind 3.000 Mark, 1.500 Euro. So, mir hingefahren, schwarzer Wallach. Letztes Jahr ist er gestorben im Alter von 36, also immer noch in unserem Besitz. Ja. Und da haben sie mal hingefahren, den ausprobiert. Keine Ahnung gehabt, Western, was ist das, ne? Und aber das, du kaufst so ein Pferd, war cool irgendwo mit einem Western-Sattel. Und dann haben wir so einen Western-Trainer gehabt, der uns versucht, das beizubringen. Jetzt im Nachhinein war das ein Wahnsinn. Und dann sind wir alle drei auf dem geritten. Und dann haben meine Schwester und mein Bruder irgendwo die Lust verloren. Und durch das, dass wir die waren älter wie ich, wie gesagt, und die waren schon 17 und 16, 17, 18 und so, und dann hast du andere Interessen. Die haben aufgehört und ich bin dann übrig geblieben und dann bin ich mit einer, ich weiß nicht mehr meinen Vornamen, Ilse hat die geheißen, eine Bekannte aufs ein Turnier gefahren und achtmal gestartet auf dem Turnier, so ein EWU-Turnier, siebenmal gewonnen und dann ist das irgendwie wie eine Lawine losgegangen.
in dem Jahr in Österreich einen Preis geben für den besten Jugendlichen. Der kriegt ein Pferd zur Verfügung gestellt für die Amerikaner. Der lebt jetzt nicht mehr, Dr. Graf Alessandro Foscari hat das geheißen, hat der Typ, also der Mann geheißen, und das Pferd Thunders Barbie. Den Preis habe ich gewonnen und auf der Amerikaner war ich dann auch. Und gleichzeitig mit dem Preis war dabei ein dreiwöchiger Reitkurs beim Randy Paul. Das habe ich genossen. Englisch habe ich kein Wort gesprochen. Also der hat zu mir, ich kann mich jetzt nur erinnern, der hat zu mir gesagt, geh am Rand an und wow und stopp. Ne? Und ich bin ein Zirkel und noch ein Zirkel. Ich habe nicht gewusst, yes or no, so Schulenglisch halt, keine lange Rede, kurzer Sinn. Amerikaner, 88, München Riem war das, Wahnsinnserfahrung, reden wir heute noch viel davon. Es ist Widmen. Und wo hast du dann dein Westernreiten vertieft, deine Kenntnisse? Bist du in den USA gewesen? Ich war bei Randy Paul dann für 3 Monate zwar nur und habe halt investiert in Amerikaner, die gekommen sind oder Kurse hier rüber, aber im Prinzip das meiste, ich war süchtig. Für mich hat es nichts anderes gegeben als wie das Reiten, und zu der Zeit, da gab es ja kein Internet noch und da war Videos und so halt. Und am Pferden rumprobiert. Aber was mir persönlich am meisten gebracht hat, war dieser Herr Foscari. Der hat mir 3 Pferde zur Verfügung gestellt. Und die waren 3 Spitzenpferde. Smart Little Smoking, Grab Your Boots hat die eine geheißen. Das war eine Stute. Und der dritte war Cody Last. Und auf denen habe ich es eigentlich rumprobiert und gelernt. Bist du direkt ins Reining eingestiegen? Nein, nein. Ich habe 3-mal Amerikaner Pleasure gewonnen, 2-mal Western Riding und Trail war ich auch. Aber das war eine andere Zeit. Also, früher hat man alles gemacht. Auch in der Disziplin? Habe ich einmal probiert, haben sie mir überredet. Dann habe ich einen trainiert für das, was Cowhorse Futurity oder Cowhorse Derby, und ich habe mir gedacht, boah, und habe mir 3 T-Bus gekauft, habe zu Hause geübt, bum, 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 kommt der Reggio Emilia, war das, war sehr lustig für die anderen, für mich nicht, und ich tue immer, bevor ich in die Arena gehe, ich, leider Gottes, seit 25 Jahren tue ich Kautabak nehmen und ziehe mir, bevor ich reinreite, den Gürtel ein bisschen länger, und das habe ich Down Defense auch gemacht. Und ich bin runter, rauf, runter und ich habe keine Luft mehr gehabt. Ich habe nicht mehr können. Und da sitzen sie draußen, der Otto, der Schöpfer, der Grischer, und gelacht haben sie. Ne? Das war mein Auftritt. Chaos. Und danach wusstest du jetzt nicht nochmal? Ganz ehrlich, haben sie mir es eigentlich abgewöhnt dadurch. Nee, das nicht, aber du kannst nur eines richtig machen. So beides zu machen. Was fasziniert dich so am Reining? Die Gratwanderung, das ist selbstständig machen und doch auf dich als Reiter warten müssen. Man sagt ja gerne nach, Reining Horses sind dumm. Jedes Pferd ist dumm, weil sonst würd's ihn sonst nicht reiten lassen. Irgendwo, nee, die sind nicht dumm. Weil die immer in ihrer Pattern bleiben und... Das tun sie nicht, dafür trainiert man sie ja. Ich sage immer so, das Training ist so, muss so aussehen, dass sie 2,5 oder 3 Minuten lang funktionieren. Wie sieht ein Tag bei Kronsteiner Performance Horses aus? Ich stehe morgens auf. Wann ist das so? Kommt drauf an. 4:30, 5:00. Okay. Und ich will der Erste sein im Stall und... Ja, und dann reite ich, so gegen 8 kommt die Jenny und bis Mittag, dann gehen wir essen und Nachmittag auch noch und dann mache ich so ein bisschen Rentscharbeit. Was ist so Rentscharbeit? Naja, Mist wegfahren, Heu auf die Koppel, Zaun reparieren und so Zeug. Macht mir voll Spaß.
kurze Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Du hast ja jetzt bis zum zweiten Mal Vater geworden vor einem Jahr, etwas erst vor einem Jahr. Wie klappt das Work-Life-Balance mit Kind, Familie, Kleinkind, Profi, Trainer, Dasein? Ganz sehr, sehr toll. Ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf der Anlage lebe. Ich wollte das damals eigentlich nie, weil du ja kein Privatleben hast, ne? Oder immer zur Verfügung bist. Aber das jetzt, das ist wow. Du arbeitest in deinem Wohnzimmer. Super. Und die Kleine ist den ganzen Tag im Stall. Immer dabei. Anstatt P-Kip oder Babyschwimmen macht ihr dann. Ich meine, geht ja zu Zeiten von Corona eh nicht, aber habt ihr eben... Ne, machen wir schon auch. Ja? Also Babyschwimmen. Schwimmen mit dem Schwimmflügeln oder so eine, wie sagt man, der Anzug hat sie. Mhm. Da haben wir sie reingeschmissen und schwimmt sie. zu welchem Zeitpunkt im Jungpferdetraining merkst du, dass ein Pferd eine Art an Ausnahmetalent besitzt, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt? Weil manche sind von Anfang an und manche kommen später. Das ist immer, manchmal urteilt man zu schnell und sagt, der ist nichts und gibt dem Pferd nicht einfach die Zeit. Weil es egal, ob es der Kunde ist oder man selber und sagt, nee, der kapiert nicht oder hat kein Talent oder es gibt halt Spätzünder auch. Das bringt mich zurück zu meinem Anfang, wo ich ganz am Anfang Englisch reiten begonnen habe, war ich an der Longe ein Dreivierteljahr. Und dann hat meine Reitlehrerin gesagt, ich soll aufhören, weil ich bin talentfrei. Also ich werde es nie lernen. Das weiß ich noch, ich war da an dem Mittwoch, jeden Mittwoch reiten. Und das Pferd hat Kate geheißen. Ich habe das Ding nicht sitzen können. Und dann habe ich einfach Tag gewechselt, anderer Reitlehrer, und hatte dadurch ein anderes Pferd. Und bumm, ging's. Kannst vergleichen mit dem Pferd. Irgendwo. Die Reitlehrerin, die war nicht blöd, also die war schon gut, ne? Aber die hat in mir kein Talent gesehen. Mit diesem Pferd kam ich nicht klar. Und so ist mit den Pferden auch. Wenn ein Pferd bei mir nicht funktioniert, heißt's nicht, dass es beim anderen auch nicht funktioniert. Und umgekehrt. Andere haben schon Pferde von mir gekriegt und ich war so lala damit und die waren wow. Und umgekehrt. Wie ist das denn, wenn du jetzt ein Pferd kriegst, wo du merkst, du kommst nicht klar, sagst dann dem Kunden Bescheid, das geht so nicht oder ich komme nicht klar? Ja. Die meisten wollen es halt nicht hören, ne? Die nehmen das Pferd dann und bringen, bei manchen, wenn du manchen sagst, du, der wird nichts und Dings, ne, dann nehmen sie und geben sie woanders hin, investieren dort dann einmal 5.000-6.000 Euro und dann kommen sie wieder drauf. Wie gehst du überhaupt mit schwierigen Kunden um? Ich habe schon viele schwierige Kunden gehabt. Scheinbar habe ich ein Gespür dafür, die ziehe ich an. Das kann man nicht sagen, das hat sich, mein Leben hat sich verändert. Verändert insofern, wie du vorhin gesagt hast, auf was richtet sich mein Leben? Ich will happy sein, ich will das, ich mache das, was ich gern mache. Und wenn einer nicht zufrieden ist mit dem, was ich mache, dann kann er gerne gehen. Muss ihn nicht halten. Hast du Lampenfieber? Es gehört dazu. Nervös? Nein. Die gesunde Nervosität braucht man. Sonst kannst du keine Top-Leistung bringen. Es muss ja, man tourt ja wirklich viel als Profi, wenn man schaut durch die Gegend. Was ist so für dich der Reiz dabei? Jetzt hast du ja auch deinen Titel. $1 million ist dann was? Irgendwas muss doch einem so unter den Fingern brennen, dass man sagt, ich mach weiter, ich will weitermachen. Es zieht mich wieder auf die Straße und ich gehe zur nächsten Show. Die zweite Million. Aber nee, einfach das kann ich nicht beschreiben. Das ist ganz was. Das Corona war wunderschön. Für viele Menschen sicher nicht, aber es ist schön. Für mich hat das Leben nicht geändert, außer dass ich nirgends hingefahren bin. Aber
du fieberst halt schon. Irgendwie ist es ja ein Zigeunerleben, ne? Und das vermisst du dann schon. Ich bin super gern wieder, ich meine, der letzte Tag am Turnier sagst, mein, bin ich froh, morgen geht's nach Hause und so. Aber es ist schön, wieder zu packen und wieder on Tour zu gehen. Was war der beste Ratschlag, den dir jemals wer gegeben hat? Punkto Reiten. Ja, aber auch vielleicht im Leben? Also, ich habe viele Ratschläge gekriegt im Leben. Claudia Risse hat mir mal was gesagt, das ist in meinem Ding geblieben, aber das behalte ich auch. Das sage ich nicht. Ja. Bezieht sich das? Aufs Reiten. Aufs Reiten. Nee, sonst könnte ich jetzt nicht sagen. Nix. Fällt mir nichts ein. Okay. Die Amerikaner steht dieses Jahr an. Was hoffen wir, es gibt, ne? Ja, viele, hoffen wir. Es gibt ja wirklich viele schöne Shows in Europa, aber was bedeutet die Amerikaner für dich? Wie gesagt, 1988 war mein erster Amerikaner und ich habe keine vermisst oder keine verpasst seitdem. Es hat sich vieles geändert in unserem Sport. Das zählt jetzt bei den meisten immer nur der Boden, die Größe der Arena, das Preisgeld. Die Amerikaner ist einfach anders. Die Amerikaner ist in allem anders. Wer die Amerikaner mag, es hat nichts mit Erfolg zu tun, aber nicht weil du jetzt Miss Amerikaner bist, sage ich das, sondern ja, ich finde Amerikaner geil. Es gibt doch das, also World Equestrian Games, es gibt dann das gleiche Gefühl, wenn du da einreitest, das ist, da knistert's. Aber die Amerikaner, der hat den gleichen Effekt für einen Reiter. Durch die vielen Zuschauer oder was? Ja, das ist, weil das Pferd auch, das, du kannst da nicht, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Amerikaner, Danny Don the Cutie war das, super Pferd. Geh in die Amerikaner-Arena rein, der hört da hinten die Rinder, Mu. Ich habe keine Pattern fertig gekriegt. Also du brauchst schon das richtige Pferd dafür. Hm. Wie bereitest du dich auf die Amerikaner vor? Bereitest du dich überhaupt explizit mit deinen Pferden auf sie vor? Ich packe ein und fahre und hoffe, dass es funktioniert. Gibt es für dich so eine Week after nach der Amerikaner oder grundsätzlich nach Shows, wie du dich dann, fährst du dann runter, machst du eine Pause, lässt du, oder geht es dann sofort weiter im Text? Es geht sofort weiter. Ich glaube, gleich danach ist die belgische Futurity. Wie machst du das dann mit deinen Pferden? Brauchen die nicht auch mal irgendwie eine Art Timeout? Haben sie immer, aber das Amerikaner nimmst du alte Pferde. Bronze Trophy Open Pferd. Gibt es eh ganz wenige, ist ein anderes Problem, aber ist auch ein Riesenproblem. Weil du mit einem normalen Pferd nicht mehr mitreiten brauchst. Siehst aus wie ein Depp. Bei einer 218 applaudiert nicht einmal wer. Und das heißt, was für eine Art Anfahrt brauchst du dann? Naja, du musst mindestens, sag ich jetzt mal, zwei Manöver haben, die plus eins gehen können. Und da gibt's nicht viele. Und nicht, wenn alles passt, plus eins, sondern einfach aus dem FF. Es hat sich vieles geändert, zum Guten für den Sport, ne? Mhm. Also ist schon, aber es gibt nicht so viele Pferde, wo auf längere Sicht die Leistung bringen können. Bringen, nicht bringen können oder nicht halten können? Nicht halten können. Bringen auch nicht. Es gibt viele gute Pferde. Gut, für mich ein gutes Pferd ist alles, und der alles plus halb kann, ist es ein gutes Pferd. Aber alles plus halb, ja, wenn er zu Hause alles plus halb macht, heißt es noch nicht, dass es in der Show, dass du es auch hinkriegst. So, und jetzt hast du da 2-3-0 Manöver und dann bist du hinten platziert. Findest du, dass das so ein europäisches Problem ist, oder? Nee. Ja, Gott sei Dank kann man in Europa nicht so, in Amerika möchte ich nicht Level 4 Reiter sein. Warum nicht? Mit einem super, super Pferd. In Amerika Level 4 bist du Statist. Du brauchst das Ausnahmepferd, um da mitreiten zu können. Und das ist schwierig. Das zu haben, schwierig. Ich meine, wir reden jetzt Amerikaner, Bronze Trophy gibt's in Amerika ja, ist nicht so, ist anders. Die machen die Futurity, die Derby, NRBC
Und dann Open in dem Sinn machen die, was ist der Run for a Million, das ist neu, aber da gehen ja auch schon Vierjährige oder Achtjährige, aber meistens die jüngeren Generationen. Wenn man die Qualifikation anschaut, das war bei Cactus Classic, da waren, glaube ich, 100 Stück drinnen. Ich habe mir die ganzen 100 angeschaut und von den 100 waren 3 oder 4, die eigentlich meiner Meinung nach nichts verloren hätten dort. Der Rest war wow, wow. Und dann überlegt man sich schon und sagt, hey, Wahnsinn, wie weit hinten wir sind. Das war schon mal besser. Wir waren schon nicht auf gleichen Ebene, aber wir waren näher dran. Aber es ist halt die Frage, ist das wirklich eine positive Entwicklung, wenn es in diese Sphären so hoch geht? Es wird halt immer schwieriger, mitzuhalten. Und der beste Reiter, egal ich oder irgendwer anderer, wenn du das Material nicht hast, keine Chance. Das heißt nicht, dass jeder mit einem guten Material vorne mitreiten kann, ne? Aber ein Spitzenreiter ohne Material. Wie ist das? Ihr züchtet ja jetzt auch selber, ne? Und worauf legst du einen Wert? Hoffen, dass sie gesund sind. Ja, neben das finde ich sowieso als allererstes. Aber was ist so das, worauf du achtest? Welchen Hengst du auswählst oder welche Stute? Ja, wir haben jetzt alle mit dem eigenen Hengst gedeckt, einfach mal zu schauen. Keine Ahnung, ob er produziert oder nicht. Selber ist er gut gewesen. Das heißt aber auch nichts. Und jetzt haben wir da mal alle durchgedeckt. Und dann müssen wir jetzt eh nur ewig warten, ne? Nur 2 Jahre oder 3, bis wir wissen, ob der produziert. Wie viele Stuten sind das dann, die ihr jetzt gedeckt habt? Wir haben ein paar Embryos gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Die werden die dann alle zusammen. Wie viele Pferde habt ihr jetzt im Moment auf der Anlage? Da muss ich rechnen. Pi mal Daumen. Na, zwischen 35, 40. Mit Zuchtstuten und drum. Und wie viele Leute arbeiten auf der Anlage? Nur einer, der den Stall mistet und füttert. 2, die reiten. Meine Jenny noch. Und meine Wenigkeit. 4, 5 Leute. Gibt es etwas in deinem Leben, was du bereust? Bestimmt, aber nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Wenn du so, das ist jetzt eine Fantasy-Frage, wenn du dem 18-jährigen jungen Rudi Kronsteiner gegenüberstehen würdest, wenn es ginge, wie zurück in die Zukunft, was würdest du ihm raten? Würdest du ihm was raten oder würdest du ihm einfach nur zuwinken und sagen, viel Spaß? Ich würde ihm sagen, du warst ganz schön mutig. Sein Motto war nur Risk, nur Fun. Ich habe viel Blödsinn gemacht. Viele Entscheidungen, die ich getroffen habe oder Sachen, die ich gemacht habe, die nicht richtig waren. Aber die muss man machen. Nur das formt einen. Und zum Beispiel? Es sind so viele, dass man gar nicht einfach... Aber eine. Ja, ich überlege gerade. ist ein Amerikaner-Beispiel. Mit dem, doch, kann ich da, die eine Sache, war ein Blödsinn. Die Security bei dem Tor. 8 Uhr war Einlass, Ende. 8.10 Uhr war ich beim Tor. Du musst schon lachen, ne, weil du es weißt. Die hält mich an und sagt, Herr Grundsteiner, auch du kommst jetzt nicht mehr rein. Und ich habe gesagt, doch, ich komme schon rein. Ja. Und das war eine Sache, das war beschissen blöd von mir. Und hätte nicht sein müssen. Grisha und du, ihr seid ja eigentlich so die größten, es sind ja nicht so viele Konkurrenten in dem Sinne auf diesem hohen Level unterwegs. Und ihr wart ja mal auch gleichzeitig engste Freunde. Irgendwas muss doch vorgefallen sein. Ja, aus dem Grisha auch die, das war meine Frage an Grisha, ne? Was könnte da wohl vorgefallen sein? Ich weiß es ja nicht, weil sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Ich habe die Frage gestellt. Das könnte nicht zufällig damit zusammenhängen, dass ihr mit zusammen auf einem Turnier wart und du dann einfach, weil du nicht dich ins Finale qualifiziert hast, weggefahren bist? Es gibt kein Finale, wo ich nicht qualifiziert war. Ich war immer besser wie der Grisha. nee,
kann nicht sein. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Sonst hätte ich die Frage nicht gestellt, wenn ich es wüsste. Okay, Rudi. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass du dir Zeit hier genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns in diesen Corona-Zeiten auf der Amerikaner 21 wohlauf und gesund und munter. War mir ein Vergnügen. Ja. Das war der Amerikaner-Podcast, eine Produktion der Amerikaner GmbH.